Hallihallo und willkommen zurück auf Deponia, meine Lieben. Meine Besten der Besten. So, und zwar muss ich gerade mal reingucken, wo wir überhaupt jetzt gerade stehen. Hab jetzt gerade ein paar Sachen ganz kurz vergessen gehabt. Wo waren wir denn? Köderfisch, Bananen. Okay. Wir hatten ihnen den Schuh gegeben, jetzt haben wir einen kaputten Regenschirm bekommen, ne? Ich glaube, weiter sind wir auch da nicht gekommen. Ich glaube, dann hatten wir aufgehört. Ja, gehen wir mal ganz kurz zu Goon. Ich muss mal gerade wieder ganz kurz reinkommen. Das kennt er doch aus, ja. So, heute habe ich mal wieder viel Zeit mitgebracht. Heißt, ja, wir werden jetzt mal ein paar Stündlein hier dran sitzen. So, Goon. Dein Schirm funktioniert nicht. Natürlich nicht. Du hast ihn auch selbst kaputt gemacht. Ach ja. Ja, okay, ich hab gedacht, irgendwie ergibt so einen kleinen Tipp. Zugegeben, es ist Schrott. Aber auch nicht mehr als der Rest, den ich mit mir rumschleppe. Ja, Schrott ist ja eigentlich passend hier zur Straßenschlucht. Da haben wir auch Schrott. Wurde da nicht genau irgendwas mit Blitz einschlagen? Zugegeben, es ist aber das... Was? Aber das heißt noch lange nicht, dass es auf den Müll gehört. Nee, ich höre hier Gewitter und da hinten ist auch Gewitter. Wow. Hier bricht gerade, boah, hier fällt die Welt zusammen. Haben wir das auch schon versucht? Ich würde bestimmt einen Weg auf die... Leider habe ich im Moment Glück gehabt. So, wir haben sowieso andere Sorgen, deswegen ist es uns egal. So, kann das sein, dass die Musik wieder lauter geworden ist? Ich mach mal eben Lucke. Ah, komm, ich mach mal so. So, weil ich habe den Dialog gerne immer lauter als die Musik, weil andersherum wäre es ja echt. Und ja, davon kenne ich schon viele. Da ist der Dialog irgendwie. Und die Musik. Also, das ist schon etwas krass. So, Kuta. Ich glaube, ich hatte jetzt eigentlich nur vorgehabt, die Schuhe da abzugeben. Und jetzt looken wir mal auf dem Radar. Ich glaube, wir hatten schon versucht, irgendwo anders hinzureisen, oder? Oh! Na. Oh, jetzt neu entdecktes Gebiet. Noch nicht entdecktes Gebiet, meine ich natürlich. Oh. So ein Mistwetter. Wir sollten zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich fertig werden. Die Kruste auf meinem Mantel beginnt sich schon aufzulösen. die ganze Dreckkruste. Die verwandelt sich jetzt gerade in Schlamm auf seinem Mantel. Es regnet. Der Dieselgenerator wird nass. Dieselgenerator? Kanister? Dieselgenerator? Er betreibt eine Pumpe, die auslaufendes Dieselöl aus dem Wasser holt. Moment mal, das Dieselöl leckt ja aus dem Auspuff des Generators. Verblüfft. Yeah. Ein geschlossenes Abwassersystem. Na dann wollen wir mal. Kanister auffüllen. Das ist wohl das langweiligste Gefäß zum Transport von Dieselöl, das ich auftreiben ja, konnte. Aber egal. Was soll's. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist eine Möglichkeit, das Öl da rauszubekommen. Achso, du brauchst... Okay, ja gut, ich dachte, der macht das jetzt mit seinem Mund. Aber dann stecken wir mal eine Banane rein. Das ist nicht der Auspuff. Nein? Achso, okay, dann vielleicht mit einem Köderfisch, der Arme. Die sind schon ölig genug. Na, lecker. Kaputten Regenschirm. Oh, guck mal, hier blitzt es. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Mach deine berühmten Karate-Rufus-Tritte. Boah, ihr blitzt und donnert es. Das ist ja... Boom, boom. Und ich freue mich schon an der Stelle, wo Rufus eine geklatscht bekommt von Blitz. Ja. Guck mal da. Blitzzeichen. Das ist... Wir sind auf dem richtigen Weg. Kaputter Sender. Go läuft uns jetzt immer hinterher, aber sagt auch nicht viel. Aus aber dem Kahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Aber sie spielt sich hier mit an den Haaren. Ist das Lady Goal? Ich muss. Nee, wir haben ja. Nee, Lady Goal hat uns ja verlassen. Ich erinnere mich nicht daran. So.
Hey, Goal! Alles gut bei dir? Nicht wirklich. Ich habe Angst vor Gewitter. Ich bin ja bei dir. Ah, es ist Baby Goal. Okay, ganz schön gewitterig hier. Bachts! Ganz schön gewitterig hier, was? Oh ja, wie schaffst du es nur so ruhig zu bleiben? Wenn du erst dreimal hintereinander in dieselbe Steckdose gefasst hast, dann weißt du noch, wie du Sätze angefangen hast, selbst wenn du schnubbeldi-bubbeldi-wupp. Ich kann noch so viel von dir lernen. Wubbeldi-schnupp? Wow, das hat mich auch jetzt, ja, begeistert. So, wie kriegen wir bloß diesen Funkmast repariert? Guck mal, ich frage hier schon Sätze und ich weiß noch nicht mal, wo, ach ja, hier, Funkmast, okay. Ja, gut. Wie kriegen wir bloß diesen Funkmast repariert? Oh je, damit kenne ich mich nicht aus. Nimm es dir nicht zu Herzen. Du bist ja auch kein Universalgenie wie ich. Ich muss eine unglaubliche Enttäuschung für dich sein. Nein. Unglaublich würde ich jetzt nicht sagen. Aber weißt du was? Ich schau dir einfach ab jetzt bei allem, was du tust, ganz genau auf die Finger. Weil du ja immer weißt, was du tust, werde ich auf diese Weise extrem schnell dazulernen. Genau. Ich versuche mir alles ganz genau zu merken. Super. Schritt 1. Rumstehen und zittern. Wäre ich nie drauf gekommen. Okay. Ja, nice. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Na klar. Und jetzt? Irgendwie bringt es das noch nicht. Komm erst mal wieder runter. Okidoki. Wow. Toll. Weiter geht. Ich folge dir überall hin. Das ist nett. Baby Gold mag uns. Aha. Das ist der perfekte Platz, um Behältnisse mit Wasser zu befüllen oder vom Blitz getroffen zu werden. Aha. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist der perfekte Platz, um Behältnisse mit Wasser zu oder vom Blitz. Aber es ist ein denkbar dämlicher Platz, um meinen Kram abzustellen. Okay. Ja, wieso sollte er jetzt auch den Regenschirm in die Luft halten? Das passiert doch sicher, wenn er irgendwie wieder was am Rumhantieren ist. Oder er macht sie wirklich mal mit Absicht, ich weiß es nicht. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser und davon gibt's hier überall genug. Nee, ich hab doch auf dem... Okay, naja, gut. Ich habe das Problem gefunden. Der Sender ist kaputt. Oh je. Hoffentlich kann Doc ihn reparieren. Oh, wir haben den jetzt wirklich eingepackt. Dicke Ding. Wow. Das muss jemand anderes reparieren. Ich kann mich ja schließlich nicht um alles kümmern. Aha. Okay. Was haben wir denn hier? Funkmast? Der Funkmast scheint das Gewitter zu verspotten. Und das scheint das Gewitter nur noch wütender zu machen. So ein Trottelgewitter. Dann wollen wir mal. Was hat er denn jetzt vor? Was? Aua. Was? Da brauchen wir den, ja, dann brauchen wir den Regenschirm ja gar nicht. Jetzt haben wir ja das, was wir wollten. Wir brauchen irgendeinen Gummi, einen Gummianzug. Gummianzug. Ey, Goal, leih uns mal deinen Anzug aus. So, ich würde sagen, ab nach Doc. Ist was, Doc? Den musste ich jetzt mal bringen. So, Radar. Porta Fisco. Ach, was mache ich denn da? Wie komme ich wieder raus hier? Wie komme ich hier? Kutter? Hier haben wir auch Knöpfe. Egal, Kutter. Da ist er doch. Ist was, Doc? Entschuldigung. So, hier. Ich war beim Funkmast. Der Sender ist kaputt. Woher weißt du das? Weil er verschmort am Fuße der Funkantenne lag. Tatsächlich, du hast recht. Was ein Wunder. Ich erkenne ja wohl eine verschmorte Elektrik, wenn ich sie sehe. Auch wenn deine Unterschrift fehlt. Kannst du sie reparieren? Schon fertig. Und warum hat das so lange gedauert? Hauptsächlich, weil da ein Lolli-Stiel zwischen den Kontakten klebte. Auf jeden Fall funktioniert das Gerät jetzt. Es muss nur noch auf der Spitze des Funkmasts montiert werden. Ein Klacks! Ja, das ist nicht wirklich ein Klacks. Wir kriegen doch gleich sicher eine gewischt.
probiere es jetzt trotzdem mal ganz kurz aus. Das wird aber nichts. Das wird aber nichts. Dann wollen wir mal. Jojo, wir. Ja, wir warten gespannt. Zack. Hui. So. Aua. Ja, aua. Da hat es wirklich so sehr weh. Ich empfange negative Vibrations. Vibrations, sehr geil. Das hier habe ich mir bereits so geangelt. Nein, dafür brauche ich keinen. Und das Glück ist auf meiner. Ich mache das mal ganz jetzt schon mal, bevor wir das nachher. Das wäre zwar sehr lustig, aber solange noch Hoffnung besteht, dass mir etwas Lustigeres einfällt, betrachten wir das mal als Plan A,5. Plan A,5, aha. Ich probiere es jetzt mal mit allem kurz aus, dann haben wir das schon hier. Dafür und in die. Das Glück. Okay. Ja, dann haben wir hier eigentlich auch nichts mehr. Ich mach mal ganz kurz hier so eine Abtast. Irgendwas, so Goal, bla bla bla. Wir könnten Goal mal eben wechseln. Könnten wir Goal den Regenschirm in der Hand drücken? Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Na klar. Das hat irgendwas im Zusammenhang. Jetzt nimmst du diesen Regenschirm. Oh nein. Nein. Was macht der denn? Irgendwie bringt es das noch nicht. Komm erst mal wieder runter. Okidoki. Warte, was hat der vor? Ich weiß gerade nicht, was der vorhat. Okay. Aber wieso hat das jetzt nichts gebracht? Irgendwas mit... Hä? Das ist der perfekte Platz, um Behältnisse mit Wasser zu befüllen. Oder vom Blitz getroffen zu werden. Bin verwirrt. Hey Baby, hast du mal Feuer? Oh, warum hast du mich das nicht früher gefragt? Dann hätte ich doch niemals das Feuer ausgetreten, das du in Bosos Maschinenraum gelegt hast. Ja, das war ziemlich verantwortungslos von dir. Das ist ja immer so. Ja, die Unterhaltungen sind immer perfekt. Willst du eine Banane geholt? Hast du Hunger? Sag jetzt nicht, du hast heimlich für mich gekocht. Ja, doch. Nicht direkt. Hast du etwas gebacken? Ja. Torte? Ja. Früchtekuchen? Ja. Ich verrate es dir später. Es soll eine Überraschung werden. Und die Überraschung sind Bananen. So. Sender? Ich habe den Sender repariert. Wow. Gibt es auch etwas, das du nicht kannst? Tja, ich kann dich einfach nicht anlügen. In Wirklichkeit hat nämlich Doc... Nein, warte. Ich glaube, ich kann dich doch anlügen. Dann kannst du ja doch alles. Ja, stimmt. Okay, ja, das ist... Okay, pass auf. So, zack. Reden wir mal ganz kurz mit der anderen. Also, mit derselben, aber mit der anderen. Endlich. Habe ich was verpasst? Ja, ist ja gut. Hey, Go! Alles gut? Langweilig! Was treiben wir hier überhaupt? Keine Sorge, gehört alles zum Plan. Die denkt sich jetzt auch bei diesem Satz hier. Langweilig. Ganz schön gewittrig hier, was? Jetzt mach dir mal nicht in die Hose. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, ist etwa so hoch, wie die im Lotto zu gewinnen. Ha. Stochastik ist was für Leute, die keine Risiken eingehen wollen. Stimmt. Also dann hat er echt gute Chancen beim Lotto. Er wurde gerade schon zweimal vom Blitz getroffen. Wie kriegen wir bloß diesen Funkmast repariert? Was fragst du mich? Du bist doch angeblich der Bastler hier. Bin ich ja auch. Ach ja? Was ist denn überhaupt kaputt? Also die Dinger hier, die sind ziemlich lose. Und die, Elektroschuhe sind senklich und haben an der Elektroschlaufe einen Elektrodoppelknoten. Ah, und ich hätte wetten können, dass es etwas mit diesem kaputten Kasten hier zu tun hat. Den man unter Profis auch Elektroeinlage nennt. Du trägst Einlagen? Nicht um größer zu wirken, falls du das denkst. Ich werde immer vom Blitz getroffen. Menü. Ich werde immer vom Blitz getroffen. Ach, du machst das gar nicht mit Absicht? Warum sollte ich mich absichtlich von einem Blitz treffen lassen? Na, um mich aufzuheitern, oder nicht? Oder bist du wirklich so dämlich? Reingefallen. Natürlich mache ich das nur zum Spaß. Na dann, gleich nochmal. Yippie. Yippie. Weiter. Ich hoffe. Vielleicht gebe ich ihr das mal ganz kurz. Einfach nur so zum Austesten, was sie sagt. Ich habe einen Plan. Tja.
Warum eigentlich nicht? Was spräche dagegen, sich mitten in einem Gewitter auf eine erhöhte Plattform zu stellen? Fehlt nur noch, dass du mir einen Kübel Wasser für die Füße hinstellst. Oder mir einen Regenschirm in die... Aha. Rufus? Na, Kübel Wasser, Regenschirm. Moment mal. Du planst doch nicht etwa, mich als menschlichen Blitzableiter zu benutzen, oder? Käme ich nicht im Traum drauf. Gut so. Nee, Moment. Nicht im Traum, aber im wachen Zustand? Zu spät. Mist. Mit ihr können wir das, glaube ich, nicht machen. Sondern nur mit Baby Girl. Ich bin mir da schon fast sicher. Ich weiß es aber nicht. Also, ach, sie dient dann als Blitzableiter und wir können in Ruhe den Funkmast drauf. Ja, gut, sie opfert sie. Oh, ja, du bist richtig, boah, du bist ja richtig durchtrainiert, my lady. Ja. Ja, dann pass auf, gucken wir uns noch die andere Gegend ab. Einmal an und ja. Sehen wir, was das wird. So, da haben wir sie. Die drei Fragezeichen. So. Oh. Was ist das denn? Jetzt. Das soll der Pol sein? Da tut Lonzo ja mehr Eis in die Drinks, wenn er Alkohol sparen will. Was für eine Enttäuschung. Was ist das denn für einer? Was ist das? Und wieso sind die Sterne so angeordnet? Polarstern. Auf einmal sind wir hier. Was? Yeah, wui, Rock. Okay. Hier gibt's aber viel zu tun, oder? Nee, das ist es. Das ist es. Wir können nicht mal hier raus, irgendwie auf der Insel. Naja, hoffentlich finden wir mal hier was. Das Schild ist größer als der Pol. Achso, das ist es. Das war's hier. Das ist der Nordpol. Dieser kleine Eisberg. Wie jetzt? Er hält sich offenbar für den coolsten. So eine Fackel könnte ich gut gebrauchen. Aber um da ranzukommen, bräuchte ich irgendwas, um das Eis zu schmelzen. So eine Art, weiß auch nicht, transportables Feuer. Mist. Also eine Fackel. Okay. Aber wenn wir Feuer hätten, wofür bräuchten wir dann, naja, Feuer. Schneehaufen. In Kuwak hat es nie geschneit. Wenn ich Wenzel einseifen wollte, musste ich ihn immer unter einem Vorwand in Tonis Tiefkühlfach locken. Okay, dann mach du dir mal jetzt... Ich sollte mir ein bisschen davon mitnehmen. Ein Schneeball, denke ich mir mal. Vielleicht bekomme ich später noch die Gelegenheit, Amtmann Argus einzuseifen. Ach, einzuseifen mit Eis? Hier stand Schneehaufen, da steht jetzt Eis. Cool! Ja, mega cool. Hey, ich freue mich. Nee, nicht wirklich. Mist, so. Der Wasserhahn ist zugeeist. So viel zu meiner Idee mit der Schlittschuhbahn. Du hast Ideen, ey. Klingeln. Mist, der Knopf ist eingefroren. Kein Wunder, dass der Pizzabote nicht aufgetaucht ist. Alles ist eingefroren. Mensch. Was machen wir denn jetzt hier? Ist ja gar nichts. Ist ja wirklich gar nichts. Wir haben Nordpol. Habe ich schon versucht. So eine Fackel könnte ich gut geben, aber ums Strand. Mist. Hey, Mist. Ich guck mal ganz kurz, ganz vorsichtig ab. Hier mal ganz kurz eben. Guck mal, hätte ich jetzt die Klingel übersehen, glaube ich. Das war's. Ich probiere mal ganz kurz Sachen aus, einfach so. Das ergibt zwar keinen Sinn, nee. Aber vielleicht kann ein weiteres meiner brillanten Wortspiele das Eis brechen. Ganz schwaches Publikum. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ergibt aber ganz mit Eis. Das ist auch so schon cool genug. Aha. Wo haben wir denn Goal? Wieso kommt die denn nicht mit? Das ergibt aber ganz. Vielleicht ergeben Bananen einen Sinn. Das ergibt aber. Nein, Bananen ergeben keinen Sinn. Ach komm, wir gehen hier wieder weg. Hier ist doch gar nichts. Ich dachte, da wäre wieder so eine schöne Insel. Oh. Tee. Seit wann steht denn der Tee da?
Was ist das eigentlich für ein Tee? Nierentee. Der wärmt und ist gut für die Blase. Du solltest aber nicht zu...